Man sieht auch hier immer noch die Größe der Amiibos verglichen zur Switch. Und ich denke, diese Amiibos sind auch ein Teaser für das Mario-Spiel. Denn warum sollten die Amiibos gleichzeitig dort sein? Das sind aus dem Mario-Amiibos. Ja. Ich tippe drauf, dass man immer den Charakter spielt, den man eingescannt hat. Sprich, wenn man einen Bowser einspielt, kann man das Spiel wahrscheinlich als Bowser spielen. Wenn man eine Peach einspielt, als Peach. Das ist eine schöne Einstellung. Weiß ich nicht. Mario ich denke mit Hauptcharakter schon. Bowser. Nee, nicht mit Hauptcharakter. Ich glaube, du spielst dieses Mario, als wer du willst. Mario war schon immer Gameplay-lastig. Ja, aber ist doch... Ich halte das für sehr realistisch. Die zeigen die Amiibos nicht durch Zufall. Wir reden hier von Nintendo. Ja, ja, es ist schon klar, dass sie das nicht durch Zufall zeigen, aber trotzdem. Ja. Und vor allem, Mario steht etwas weiter vorne als die anderen. Was darauf deutet, dass er sozusagen der ist, der gerade gespielt wird. Und wenn dann, kannst du bei Mario mit Amiibos weißt du, was machen bei der Wii U spielen? Nee, konntest du nicht. Nee, okay. Die Amiibos gingen überhaupt nicht. Also hätte man daraus was ziehen können, ich kenn's leider nicht. Aber beim Mario auf der Wii U konntest du allerdings auch als Peach oder als Toad spielen halt. Oder als Luigi. Ja. Das war schon eine Erweiterung von vorher konntest du immer nur als Mario und jetzt haben wir hier die Amiibos und ich tippe drauf, dass das funktionieren wird. Genauso wie man in Zelda jetzt, wenn man den Wolflink Amiibo spielt, einfach den Wolflink im Spiel hat halt. Ja, könnte sein. Ja. Und auf dem Schrank stehen die Zahlen 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall zeigt es das vielleicht, das glaube ich aber eher nicht. Auf jeden Fall zeigt es auf jeden Fall, dass die ja, und außerdem habe ich noch ein Switch weiteres Amiibo ja klar. Und es gibt da noch etwas, das ich als Hint bezeichne. Und das wird mit Absicht nicht gezeigt. Und zwar, ich schließe jetzt beide an. Hier sieht man nochmal ganz nah, wie groß die Amiibos vielleicht zu switchen. Die ist einfach ja, winzig einfach. Ja, die sind riesig, diese Amiibos. Ja. Da sieht man auch den Controller von dem Switch. Ja, wie das dann switcht. Ja, und wie das Licht ausgeht. Mario steht definitiv weiter vorne. Das sieht man hier richtig gut. Ich halte es nicht für Zufall, dass er vorne steht und im Spiel spielbar war. Also, oh, ja, ich kenne Nintendo. Schon. Die haben schon immer so Hinweise gemacht in ihren Spielen. Okay, dann geht die Person jetzt dorthin, nimmt den Switch und gibt ihn einer Freundin. Ja. Worauf man deuten muss, dass sie das Mario-Spiel momentan zu zweit spielen. Ja, das ist logisch. Ist logisch. Der hat das Mario-Spiel mitgenommen, nimmt es mit, gibt den Controller der Freundin und ich bin zu zweit. Aber Mario konnte man doch schon immer zu zweit spielen. Nee, 3D-Marios nicht.